du? Warum bin ich hier, Gandalf? Für eine Zusammenkunft kein schöner Ort. Glaub mir, Radagast, ich hätte dich nicht ohne triftigen Grund gerufen. Falls unser Feind zurückgekehrt ist, müssen wir das wissen. Geht zu den Grüften in den Bergen. Die Felshöhen. Okay, mit dem Level hätte niemand gerechnet. Und ein herzliches Ayo, ihr Prismen. Und willkommen zurück zu Lego der Hobbit mit JP. Guten Tag. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ich spiele Radagast. Ich spiele Gandalf. Gut, wo müssen wir lang? Da ist eine Brücke, die müssen wir irgendwie aktivieren. Die Radagast kann noch böse Magie aufheben. Was? Da ist gerade die Karte geöffnet. Ah. So, und da wir noch auf dem Weg zum Level sind, würde ich sagen... Ach so, nee, damit kannst du reisen. Zu anderen Orten. Das darfst du niemals betätigen so richtig, weil... Wenn du da dich verklickst, dann reisen wir automatisch zu einem anderen Ort. Ja, okay. So. Okay, Zeitraffer lohnt sich nicht. Gandalf und Radagast stehen vor den Felshöhen von Rudau. Der Grabstätte des Hexenkönigs von Angmar und der Neuen. Es wurde von seltsamen Begebenheiten an diesem Ort berichtet. Und die Zauberer wollen diesen auf den Grund gehen. Ich spiele immer noch Radagast. Und ich habe kein Schwert, Alter. Das ist richtig stressig gerade. Geht's noch weiter zurück, oder? Endlich, hier sind noch diese Dinger. Steine, ja. So, und dann kommen wir ja hier weiter. Oh, scheiß die Wand an. Oh lol. Achso. Komm mal ran hier. Also der Aufstieg wird lustig. Digga. Doppelsprung. Aua. Ich bin zu fett. Zu dünn. Oh, it's magic. Okay, wow, Alter. So, hier haben wir eine Statue, ja, scheiß drauf. Jawohl. Okay, hier können wir wieder die Felsen zerstören. Ja, übertreib. Jeder mal noch nicht rein, bitte. Nee, meine ich. Hier bräuchten wir einen Elben, schade. Haben wir gerade abgegeben. Im Kinderparadies. Oh, ach so, oh lol, dann schiffst du nicht da reingehen. Ja, dann können wir da rein. Heilige Scheiße. Hä? Oh. Ja, Moment, du bist ja da. Ja, bleib ruhig. Richtig creepy, wie viel Technik es im Auenland gibt. Nice one. Ach so. Boah, Junge. Ich will das Geld haben. Nein, will ich nicht. Hei. Honka. Honka. Komm her. Ich find's die Tiere, die wir heilen, auch immer noch Geld scheißen. Oh, der Vogel zerstört einfach alles. Das ist ein richtiger Bounce, Alter.
Ich habe letztens rausgefunden, dass der Schauspieler von Thorin, ich weiß gar nicht, wie der heißt, in Wirklichkeit 1,80 groß ist. Ja. Muss man durch den Kopf gehen lassen. Der spielt einen Zwerg, ne? Martin Freeman ist ja eigentlich auch viel größer. Also der Hobbit. Aber wenn man sich das mal so... Wie groß ist... Oh nein! Ich weiß nicht genau, wie groß der ist, aber... Das sind dunkle Zaubersprüche, Gandalf. Alt und voller Hass. Der Schauspieler von Bilbo, wie groß der ist? Nee, von Gandalf. Das weiß ich nicht. Also ob der... Ich schätze mal auch so um die 1,80 oder so. Aber überleg mal, wie Bilbo, wie klein der war im dritten Teil, ne? Als er neben Alfred da lang gegangen ist. Oh Gott. Und wie groß der in Wirklichkeit ist. Brauchst du dir nur mal Sherlock angucken, die Serie. Ich muss da oben zaubern. Ah, Moment. Bisschen weiter zurück. Das hat nicht ganz getroffen, da war was im Weg. Jawohl. Indicate. Sehr gut gemacht. Oh Scheiße, Alter, wie geil das aussieht. Oder? Ja. Dafür, dass es Nintendo ist? Ich gehe mal rechts rum, ne? Ja. Sollen wir zusammengehen oder? Heilige Scheiße, was ist hier los? Ich probier's nicht aus. Nee, lass lieber getrennt gehen. Wie bitte? Lass lieber getrennt gehen, das ist sowieso schon das übelste Labyrinth, Alter. Ich hab eins von drei oder so. Ja, ich glaube, ich hab hier den zweiten. Ja. Der Minikit. Ich hab eine Fackel. Kann ich was anzünden? Ich hab ein Minikit. Hier ist irgendwo, hat sich irgendwas geöffnet. Achso, wenn ich hier drauf gehe. Ah, da öffnet sich was. Komm mal her. Ja, warte. Ich komm gleich, will nur mal kurz hier gucken. Scheiße. Easy. Warte, da geht's weiter da hinten, ne? Ja, dann komm ich lieber erstmal rum. Ja. Genau. Yay. Guck mal, wenn ich hier draufstehe. Dann öffnet sich das hier. Oh, lol. Alter, wie mies. Du da rein kannst? Ja, kann ich. Was bringt das dann? Dass ich das öffnen kann? Für irgendwas müsste das ja theoretisch gut sein. Und wenn ich hier drauf gehe? Wow. Gar nix. Oder geh da nochmal drauf. Mist. Nee, so ja nicht. Ja, was bringt das dann? Sei jetzt so eine Falle oder was? Keine Ahnung. Naja. Steht in den Kommentaren so, hey, ihr Loser. Gab's ein Minikit? Ah, oh, scheiße, Alter. Hier gibt's noch Fallen. Überall. Jo. Minikit. Ich glaube, wir haben in diesem Level mehr Minikits gesammelt als in jedem anderen. Ja. Oh, ich glaube, hier geht's weiter. Ah, hier habe ich Angst, Mama. Hä, du? Hast Angst? Das war ein Zauberstab. Ich weiß auch nicht, warum. Ich glaube, du hast dir die Ohren zugehalten. Alter, guck mal, ich stehe hier hinten und treffe das so. Ey! So, jetzt vielleicht? Nee. Und wir halten uns, glaube ich, die Ohren zu, ne? Ja. Ja. Heil dich. Rather to the Gust. Oh, schade, das geht nicht. Warte, da ist noch was. Jawohl. Ich wollte mal kurz abkürzen. Den hast du schon. Ich denke schon. Alter. Geht's richtig hart rein, Junge. Das sah doch im Film nicht so ausführlich, oder? Boah, das... Alter, ich hätte richtig Schiss, wenn ich an der Stelle so oder so wäre. Ja, Mann. Oh Gott!
Alter, jetzt das Rechte. Okay, aber ey, mit dem Level habe ich überhaupt nicht mehr gerechnet. Nee, ich auch nicht. Ja, es ist, die Leute wissen es ja von dir. Das ist ja in der Endcard in deiner letzten Folge gesagt. Ja. Hm, warte mal, da können es vielleicht doch noch ein paar mehr Dings sein. Kann da noch irgendwie sowas, woran wir gerade nicht denken oder so? Ja, toll. Kommt da noch was an, was wir gerade nicht denken? Ja, irgendwie sowas. Ich weiß es nicht, eigentlich nicht. Ich meine, der Kampf gegen Bolg, der war schon. Ne? Zwischen Legolas und Bolg. Ja. Dann kommt eigentlich nur noch das mit Bilbo. Ach ja, doch, die flüchten nochmal vor dem Drachen. Ah ja, genau. Okay. Den. Nicht! Ach so, nacheinander mussten wir. Ach so. Nein. Nein, nein. Nicht schießen, Bro. Jawohl. Jetzt gibt's das nochmal, oder? Ja. Oh Gott. Okay. Ich mach diese beiden hier und du machst die anderen, die rechts. Jawohl. Ja, jo, passt. Passt. So. Pastete. Die obligatorischen Fledermäuse. Oh oh. Ja, die Fledermäuse wollen auch mal raus in die Natur. Bitte? Die Fledermäuse wollen auch mal raus in die Natur. Hier unten ist ein bisschen bedrückend. Ja, ein bisschen dunkel, ne? Dark Side of the Moon, Alter. Kann man hier irgendwas machen? Können wir das zusammen? Ja, wir können uns. Können wir uns so connecten? Nee. Oh, warte mal. Kannst du das? A gedrückt werden. Bei dir ist es einfach der viel heftigere Wumms, Alter. Ja, ich habe halt mehr Auftritte. Ja, aber Radagast ist cool. Ja, das stimmt. Ich habe letztens mal gelesen, was die Unterschiede zwischen der Romanvorlage und den tatsächlichen Filmen sind. Also hätte Bilbo hier reingemusst. Nee, da wäre nicht weit gekommen. Ja, aber Frodo hätte sich das getraut, ne? Oh, meine Augen tränen, ich muss hier mal kurz abwischen. Jetzt die Stille jetzt auch gerne überbrücken können. Ja. muss auch gerade nichts zu sagen. So, was ist das? Okay. Ach du Scheiße. Okay. Jetzt müssen wir irgendwie sieht viermal aus nach vier machen. Sachen. Mhm. Ja, genau. Ja, okay. Jetzt leuchten schon. Nee, nur drei brauchen wir. Ja, warte. Ah. Muss ich irgendwas zusammenbauen? Nee, musst du nicht, aber wir müssen rechts. Das sieht so geil aus, wenn er irgendwas zusammenbaut. Ja, ich kannte das schon von Lego Star Wars 3. Da bauen die das immer so mit der Macht zusammen, da dreht sich das dann auch immer so. Oh Junge. Wie tief diese Höhle ist, Alter. Im Film sind die auch nur einmal kurz reingegangen. Und dann war's das. Ja. Also ist natürlich einiges cooler. Naja. Wow, Alter. Oh, hier ist voll der Windzug, Alter. Also man kann hier runterfallen, wenn man sich nicht bewegt. Ja, kannst du ausprobieren. Aha, jetzt sind wir in der Höhle. Warte, ey. Das ist zu schlecht. So, ich komm nicht weiter. Ich kam nicht weiter. Spring einmal. Ja, kann ich nicht. Das musste ich machen. Oh.
Wow. Du musst ganz rangehen, du kannst nicht runterfallen, eigentlich. Jetzt, ja, was jetzt ist B. Ah, okay. Oh, guck mal an, wie tief das runtergeht. Alter. Schön, dass du vorgehst. Guck dir an, wie tief das runtergeht, Alter. Er haut das alles mit seinem Arm kaputt. Er ist der Rock, Alter. Alter. Wow. Oh, lol. Was war das? Weiß ich nicht. Ich will wieder vor. Wir tauschen einfach. Gandalf will auch mal vorne. Oh je. Oh, scheiße. Oh je. Oh. Und jetzt? Weiß nicht. Es scheint mir zurück, Gandalf, oder? Gandalf wollte wieder raus, ja. Moment, da unten ist Geld. Ich will mal nachgucken, geh mal weg. Danke. Ja, gut, geil. Oh, Mann. Hä, wo bin ich denn? Jawohl. Warte mal, ganz eben. Alter, guck dir das an. Okay. Kein Plan. Ich kann hier so... Oh. Was soll ich drücken? Ah, okay. Nix. So. Na, hat sich dein Hustanfall jetzt gelegt? Ja, einigermaßen. So, wo müssen wir lang? Du kannst mal gucken, rechts. Ich bin runtergesprungen und dann hier unten neu gespawnt. Deswegen bin ich gerade hier unten. Du könntest auch hier runter, sehe ich gerade. Du musst einfach einmal runterspringen. Sterben. Da nicht, nicht da. Einfach, jo. Jetzt müsstest du da neu spawnen. Nee, schade. Ja, aber du siehst ja ungefähr, wo ich bin, ne? Ja, ich frage mich gerade. Ich bin halt echt überhaupt nicht da, wo du... Da. Da. Kannst du da runter? Nee, ich komme nicht runter. Ich probiere gerade zurück. Vielleicht kann man dann ja... Ich weiß nicht, wo es weitergehen sonst sollte. So. Ach, hier ist noch was. Ja, gut. Kann ich nicht auslösen. Kommst du zurück? Nee. Was macht er denn hier? Okay. Schwicky. Dann bist du. Ja. Aber eine Stufe eh tiefer. Du bist neu gespawnt, sagtest du? Ja, ich bin halt da runtergesprungen, dem Geld hinterher und dann bin ich unten neu gespawnt. Das kann natürlich jetzt Zufall gewesen sein, aber... Glaubst du an Zufall? Ah! Oh, lol. Ach, du bist... Ach, so! Ach, toll, wir sind einfach durch das Loch gemusst. Ja, nee, das können wir nicht auslösen. Okay, Da, einfach runter jetzt. Ist dir mal aufgefallen, wie unterschiedlich unsere Lichter aussehen? Ich habe so ein bläuliches, du so eher weiß. Ja. Alter, so. Ich dachte gerade, der Stein quietscht so. Bei mir. Vor allem, weil das Geräusch von links kommt und du bist rechts. Wir haben Kopfhörer auf. Ja, genau. So. Ah, zweimal hält besser. Ach, geh weg. Er ist hier begraben. Er wäre nur bekannt als ein Diener des Bösen. Einer von neun. So, entschuldigt bitte den etwas unsauberen Cut. Unsere Aufnahme ist gerade mitten in der Sequenz abgebrochen. Das ist auch der Grund, warum Untertitel zu sehen waren.
Aber wir wollen uns jetzt einfach kurz nur verabschieden. Deswegen sage ich, haut raus, bis dann und ciao. Und JP sagt, ciao. So, willkommen auf der Endcard. Supplosion, was meinst du denn, was in der nächsten Folge passiert? Ich weiß es nicht. Entweder es gibt noch ein Level, das mit dem wir nicht rechnen, oder der Kampf in Anführungszeichen gegen Smog. Naja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge, nicht wahr? Jawohl. Tschüss. Ciao.